Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zur 58. Folge von Civ Comparison. Wir haben das letzte Mal. Kann ich mich eigentlich kaum noch erinnern an das letzte Mal. Ich weiß nur, eines unserer Transportschiffe ist vernichtet worden, was gar nicht gut war. Ah, das ist cool. Die viel miteinander Krieg. Finde ich auch gut. Hier ist einer von unseren Spionen gestorben auf dieser leeren Insel, die wir uns vielleicht genauer zu Gemüte führen sollten. Robot Engineers ist okay. Was machen wir in Murau als nächstes? Das ist eine Stadt, die vollkommen leer ist noch. Das heißt, wir brauchen mal einen Marktplatz. Ja, das ist uns egal. Das nicht. Da bauen wir noch mal Engineers. We love the Chancellor, he's cancelled. Naja. Dann gehen wir nach Snake Canyon. Naja, die haben wir auch erobert, diese Stadt. Gut, 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 gut. Na, das machen wir mal so, wie es ist. Bauen wir mal eine Library da rein. Das ist cool. Wein oder Öl? Cedar Creek, schau dir was an. Und Ipanago. Ipanago, Und Öl, braucht das schon irgendjemand? Nein. Also Wein. Einen Airport. Wir bauen noch ein paar Airports, sicherheitshalber. Warte mal, wenn das darauf muss, brauchen wir hier. Das heißt, du gehst nach Iro Castle. Machen wir mal Wait. Ich weiß nicht, ob das Schiff da oben Richtung Norden oder Richtung Süden unterwegs ist. Schauen wir mal, da gehört auch noch was her. Dich haben wir gesagt, lassen wir hier in der Gegend, damit wir diese ganzen kleinen Inseln mit dem Rest verbinden können. Wahrscheinlich, wenn wir da unten der nächste. Die nächsten Kolonien hinbauen. Das heißt, wir schauen uns das Gebiet einmal da unten an. Weiter ausgebaut. Gut. Du gehst zu denen und machst dann mehr davon.
Das ist aber, vielleicht sollten wir diesen Spion noch rüber schicken, damit wir dann auch den Rest erforschen können. Da gibt es immerhin noch eine Hütte. Das könnten wir vielleicht machen. Und dann könnten wir vielleicht auch einen von diesen Typen kaufen und die könnten dann bei der Erforschung helfen. Das machen wir dann nächste Runde. So. Kumi, wie schaut das bei dir aus? Hast du schon einen Dings? Hast du schon einen Supermarkt? Ja. Perfekt. Na, ja, stimmt, Kumi wächst schon wieder, sehe ich gerade. Großartige Stadt, Kumi. So. Na bitte, Kapfenberg schaut ja auch schon ganz gut aus. Kapfenberg, Bommann, Ingenieur als nächstes. Kitzbühel klingt eher danach. Was wollten wir es raufbringen? Zurück Richtung Irokastl. Gut, F5. Das hin. Spice haben wir gesagt, gell? Simbabwe und Seven Brothers. So, schauen wir mal. Da ist Seven Brothers, das ist ja großartig. Das heißt, wir bringen uns nach Hollabrunn. Von Hollabrunn fahren wir weiter. Keep moving. Du wartest hier, bis du abgeholt wirst. So, dann machen wir Hollabrunn fertig. Ah, ja. Na bitte, selbst diese Gegend wird langsam so zivilisiert, dass man sagen kann, wir haben fast überall ausgebaut da drüben. Wir brauchen jetzt da noch ein paar Städte. Aber bevor wir das machen, wollen wir hier noch eine Eisenbahn her. Bescheuerte, elende, widerliche Griechen. Kann ich nicht ausstehen. So, du bewegst dich mal daher. Und bleibst hier. Du, ah, Kanzler. Erst dafür in diese Richtung. Ich hoffe, du bist rechtzeitig. Noch was holen kannst. So. Azteken entwickeln Guerilla Warfare. Ah, das ist ein gutes Zeichen dafür, dass sie uns wieder angreifen. Na, was sage ich? Nein, nicht den. Geht's dir noch gut? Könnt ihr nicht meine Städte angreifen? Zwei von meinen wunderschönen Ingenieuren getötet. Wartet nur, dafür werdet ihr büßen. Was wollt ihr? Möglicherweise auch dann irgendwann mal wieder einen Krieg erklären, nachdem ich eine von den Städten gekauft habe, ohne dass ich im Krieg war. Oh, sie bieten mir eine Allianz an. Eine zweite Allianz wäre gut, die würde mich dann in Frieden lassen danach. Eine Weile, bis ich ihnen keine Forschung mehr gebe. Ich müsste mit den Zulus Krieg führen. Was mich jetzt nicht sonderlich stören würde, weil mit denen werde ich sowieso bald wieder Krieg führen. Na, aber zurzeit interessiert es mich nicht, weil da ist ein Schiff, das würden die Zulus sonst angreifen. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Weiß man nicht so genau. Oh, die Römer haben vor, wieder eine Stadt an mich zu verlieren. Das ist aber lieb von ihnen. Mir eh recht, die Stadt da unten möchte ich hier auch langsam erobern. Tamarindo.
Auf der Insel da unten. Da kommt sowieso niemand hin. Du brauchst einen Transporter. St. Pölten Suez System 2, 4, 6, 8, 10, na, Offshore-Plattform. Ja, kaufen wir mal den Airport, bevor wir das Suez System bauen. Mit dem Airport können wir nämlich dann den, na, den Ingenieur, der dort steht und gerade fertig wird, mit dem Farmland wegschicken. Irokesen Builds Sewer System. Na dann. Was machen wir dort als nächstes? Supermarkt natürlich. Wurscht. Gummiboot Coastal Fortress. Oh. I see. Wieder gestiegen. Um 1. So, was bauen wir da als nächstes? Spione. Du wartest. Ich glaube, auf der Seite haben wir alles in Farmland umgewandelt. Das heißt, wir gehen auf die Seite weiter. Wieso hat Kirchdorf da jetzt noch einen zweiten Typen gezaubert? Das ist wahrscheinlich schon urlang her, dass ich den angefangen habe. Damals war es eine gute Idee. Mittlerweile wissen wir, dass es ein Blödsinn war. Da will ich vieles bauen. Eine Bank, eine Factory, einen Harbor. Das ist alles okay dort. Fangen wir an mit dem Harbor. Dann, na, ich weiß nicht. Vielleicht doch mit der Bank. Hey, und da, was brauchst du als nächstes? Vielleicht einen Airport. Du fährst da einfach durch, bleibst da stehen. So, wo bauen wir denn da die nächste Stadt hin? Hier vielleicht. Oder? Na, warte mal, was besser wäre es hier, oder? Ja, dann können wir nämlich diese Gebiete da auch rein. Drohne, meine hübsche Stadt. Charge.
So, was kaufen wir uns? Lugdunum natürlich. Das kostet nur ein Tausender. Na bitte, soll sein. Die haben da noch Musketiere drinnen stehen. Na, Library brauchen wir dort sicher nicht rein. Aquädukt vielleicht. Burgersdorf ist auch voll mit Farmland. Das heißt, wir können jetzt mal Philadelphia fertig machen. Ich überlege gerade, sollen wir da die Städte kaufen oder da drüben? Ich glaube, Zinzunzen zu kaufen wäre besser als Tlacopan oder Tenochtitlan. Mal doch. Zuerst kaufen wir mal diese Einheit. Kaufen wir diese Stadt. Nein, nicht captured werden. Dummer Spion. Hättest du es nicht überstehen können? Nur Servus. Jetzt beenden wir das mal. Wie viele Städte hast denn du noch? Viele können das jetzt nicht mehr sein. Ach, der hat neue gebaut, dann Haufen. Irgendwohin, wo ich sie nicht kenne, wo sie sind. Ja, was willst denn? Never the Zulus are our friends. Consequences, Schmonsequences. Very well, we accept. Yes, we welcome peace with the Aztecs. Gut, dich werden wir auch disbanden. Das passt, dann haben wir nächste Runde gleich den Tempel. Das ist ganz praktisch. Kann man nichts machen, dass der jetzt dem zugeschrieben wird. Ah, das ist perfekt eigentlich. Diese Insel. Können wir da, wie viele Städte können wir da hinbauen? Eine oder zwei? Was wäre besser, wenn wir Stadt hierher bauen und diese Enge hier haben wir bis auf diesen Berg jedes Feld von der Insel drinnen. Okay, ich glaube, das wird gemacht so. Der letzte in der Runde. Ich glaube, wir werden für heute wieder Schluss machen und wir machen mit dem Ziff 5 weiter.
das Jahr 1866 erreicht und bei C5 können wir ja immer nur in 2 Jahresabständen machen. Und ansonsten dauert das einfach zu lange hier. Und das stört nicht, wenn die Aufnahmen insgesamt ein bisschen kürzer sind. Das schaut sich sowieso keiner an, wenn es zu lang ist. Also bis gleich bei der C5-Partie. Und ich hoffe, in Civ 2 sehen wir uns auch bald wieder. Willkommen jetzt auch zu meinem C5-Teil von Civ Comparison. Hier schaut es ja leider nicht ganz so gut aus wie bei unserer Civ 2-Partie, aber zumindest haben wir hier Teamwork ein wenig in den Mangel genommen. Ich hoffe, ich kann die so im Endeffekt dazu zwingen, dass sie mir Bogota geben, damit ich das wieder freikriege. Sogar gleich mal ausprobieren. Chinan Siktani. Oh, nicht. Na, das heißt, wir werden Teamwork belagern, an dem ich. Schauen wir mal, was passiert. Schon was Schönes. Kriege mögen mit Waffen ausgetragen werden, doch sie werden von Männern gewonnen. Es ist der Wille der Männer, die folgen, und des Mannes, der sie führt, der den Sieg bringt. Thank you.
langsam ein bisschen nach Grönland oder wie? Sagen, dass wir in Ziff 5 weitem schneller die Welt erforscht haben als bei Ziff 2, wo wir gerade erst die Griechen überhaupt entdeckt haben. So, große Künstler, was wollen wir als nächstes erforschen? Gute Frage. Was erforschen wir als nächstes? Funkwesen? Mauerbauteile vielleicht. Verbessere Einheiten. Dynamit, verbessere Artillerie. So, Panzerschiff ist gut. Wir brauchen wahrscheinlich schon einen sechsten. Dann bauen wir doch glatt eine Gendarmerie. Waffenkammer. Ich wünsche euch viel Spaß wieder. Bis zur nächsten Woche. Schauen wir mal, ob wir den Mark auch wirklich erobern können. Ich weiß nicht, das könnte tatsächlich problematisch werden. Wir haben echt viele Leute jetzt verloren. Ich fürchte, sie werden uns das dazu niederschießen. Oder einen von den beiden. Okay, bis dann und einen schönen Abend wünsche ich euch. Bis zum nächsten Mal.